Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video heute auf diesem Kanal, also von gleich. Und ja, Leute, heute sind wir wieder am Start bei Animal Throwdown. Ja. Gilde Nummer 1. Nein, Leute, heute schlafe ich nicht ein. Gilde Nummer 1. So. Gegen The Next Train. Und es ist auch wieder ein extrem enges Match hier, wie ihr seht. Aber das können wir schaffen. Was heißt, das können wir schaffen? Das schaffen wir. So, Monkey the Stingers. Ne, ich fange mit Irate Lobster an und dem Roger und dann dürfte ich gleich genügend. Sehr gut. Und das sind 46. Es reicht, ja, Mann. Marmalade hast du natürlich, ne? Natürlich, Marmalade. Marmalade ist ein Monster. Infinite Chicken. Jetzt hat er schon 56. Ach, komm. Ja. Da, was willst du da machen? Ja, was soll ich das? Da fang mit dem an, was am höchsten Schaden macht. Und Tom Landry Middle School. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Beater kommt oder. Ist null. Ja, ist eigentlich relativ hoch. Eigentlich relativ hoch. Peter, Tina. Mach Liegestütze neben dran. Ah, jetzt kommt der Hank Hill. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, da vorne. Sportkarte, ist eine Sportkarte. Ja. Hey, bruh. Hm? Ja, ja. Ja, das reicht trotzdem. Oh. Jetzt ja, schön, das reicht trotzdem. Sehr schön, sehr schön. 91. Ja. Gut gerettet nochmal aus der Situation. Ja, das ist immer schön, wenn man plötzlich keine Charakterkarten bekommt. Ja, so viele Punkte koste ich dich gar nicht. Okay. 7 Punkte bis jetzt. Das ist doch gut. Ja. So, ja, Pimp My Slay. So, und dann haben wir hier. Oh, das... ich hab die Pimp My Slay daneben gesetzt, Spaß. Ja gut, ist mir auch schon passiert. Ja, sehr gut. So. Oh mein Gott, Leute, koste ich dir halt gleich viele Punkte. Ja gut, ganz du kennst das Deck ja eigentlich nicht von mir. Das, also deswegen war ich jetzt doch ein klein wenig irritiert oder gedacht, naja, mal gucken. Aber gut, dagegen. Oh, ja, no. Bände. Nein. Das war jetzt, weißt du, was der Fehler war? Du hättest mit der Stuffing Academy anfangen müssen. Dann hättest du nämlich dir aussuchen können, was du spielst. Jetzt hast du nicht mehr viele Möglichkeiten. Jetzt musst du das so rummachen. Sonst hättest du den One-Shot gehabt und jetzt machst du kriegst du Schaden. Nein! Peter. Nein! So, ja. Ach, egal, jetzt gewinne ich das. Ja, 100! Trotzdem noch nur 100. Fehler, wenn du nicht weißt, also wenn du weißt, du hast eine einzige Kombo-Karte und hast ganz viele Charaktere und dann such dir nicht erst den Charakter aus, mit dem du die spielen willst, sondern spiel erstmal die Kombo-Karte. Bleibt dir ja eh nichts anderes übrig und dann hast du immer noch die Auswahl, je nachdem, was dann bei rauskommt, nur beim Gegner. Machst du einen One-Shot oder machst du mehr Gas oder was auch immer. So, Nein. Doch, 100. Ich hab dich ganze 7 Punkte gekostet in 5 Matches. 7 Punkte. In 5 Matches. Okay. Wow. Warst du ja vorher sogar schlechter. Nein, das stimmt nicht. Aber ich hatte einen starken Gegner. Ein starker Gegner war da. Sag ja, ein starker Gegner war da. Cuddly hat mal keine 1000 geholt. Und ein zweiter. Oh Gott. Hinter seinem Bruder. Oh. The King ist sein Bruder. Ja, hier die Gebrüder drehen voll auf. Beide wahrscheinlich so 10.000 Euro ins Spiel gesteckt. Weil, ja, The King momentan auf Platz 2 in der Gilde und Cuddly auf Platz 1. Sensationell. So, man kennt es natürlich von Cuddly. Crazy. Kenne ich gar nicht anders. So. Ja, wie viele habe ich jetzt noch? Jetzt sind es noch... Oh, täglich Kombos spielen.
Noch sieben. Sieben, mein Schuss. Ja, und das werden wir wohl gewinnen. Ziemlich safe gewinnen wir das. Safe call. Also denke ich, wenn da nicht zum Schluss noch irgendwas passiert, aber... Gegen the next train. Nice. Ja, Eugene Belcher und... Ah, das ist eigentlich eine gute Sache. Eugene Belcher mit dem Irek Lobster. Ich schlaf schon wieder fast ein. Und Peter. Ist jetzt hier gerade Anti-Werbung machen oder was? Für wen? Für unseren Kanal. Warum? Sexualkunde, Peter. Warum? Best question ever. Warum? So, 98 geholt. Noch 6 Matches. Die Folge kam, glaube ich, vor 2 Tagen online, oder? Also, wie die vollste Folge war. Weiß nicht, wann du es hochgeladen hast. So, Jibrischev. Oder Jibrischev, 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 es kann auch russisch sein, Jibrischev. Ja gut, aber es ist ein Pokal drin. Zwei sogar. Ja, das, der ist, der ist wahrscheinlich extra hinzugefügt worden, damit man es besser aussprechen kann. So, also, und weiter geht's. Langer Stab mit scharfem Stein. Langstig und Sharp Rock. Und ein Rogers Glide Shrank. 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 Ich will das jetzt hier beenden. So. Nicht mehr länger hinauszögern, sondern auf den Finish gehen, 86. Den Finish? Mhm. Auf den Finish! Herr Gleich ist der aktivste Finisher in diesem Game, in Fortnite. Herr Gleich ist mein mobiler Finisher, ich weiß es immer. Wenn wir zum Beispiel Duo spielen, gestern zum Beispiel haben wir auch den Match gewonnen. Wenn wir Duo spielen und ich knock jemanden, 2 Sekunden später ist er tot. Das stimmt nicht. Es kommt immer drauf an, in welcher Situation. Ist egal. Auf jeden Fall, wenn er jemanden sieht, der am Boden liegt, ich knock jemanden, 2 Sekunden später ist er tot. Mein mobiler Finisher war wieder am Start. Es kommt immer auf die Situation drauf. Leute, ich brauche nie Angst zu haben, ob ich überhaupt den Kill bekomme, weil er gleich, der finisht den sowieso immer. Nein, das stimmt nicht. Ich finish ihn nicht immer. Es kommt immer auf die Situation drauf an. Nochmal. Ja, wenn du an ihm vorbeiläufst, einfach mal so sich umdrehen auch? Nein. Wenn ich nur nicht weiß, wo gerade der andere Typ ist oder wenn die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass der irgendwie dich eventuell noch besiegt, dann finish, ja. Dann. Wisst ihr, Leute, ich habe gestern einen gehabt, aber ich bin richtig genervt. Und zwar hat der... Ich war oben am Wikingerdorf gewesen. Und ich habe den einen von denen gekillt, also genockt. Dann kam der andere und hat gegen Herr Gleich gekämpft. Was passiert? Er killt Herr Gleich. Und was macht er? Ich springe sogar zu ihm runter. Und was macht er? Anstatt sich um mich zu kümmern, finisht er erstmal. Ja. Und stirbt dann noch. Ja. Weil er genau wusste, der stirbt. Ja. Das war wahrscheinlich genau die gleiche Situation wie bei uns. Der eine war der Stärkere, der andere war der Schwächere. Der Stärkere stirbt von dem einen Typen und dann weiß der andere schon, oh, der stirbt sowieso auch und finisht. Nö, aber das hat jetzt hier in Animation Throwdown nicht viel zu sagen. Weil in meinen Fortnite-Streams schreiben wird nur über das Animation Throwdown geschrieben. So, also. Bending School. Lila, sitzt du dann zum gleich die Lila ja. Zum Pushen? Genau. Oh, Tablet ist gut. So, und... Das reicht locker. Knapp 60, 70 Schaden. So. 63, 98 Punkte geholt. Nice, Mann. Gleich. Ja. So. Übrigens, Leute.
Wahrscheinlich wird sich in der nächsten Woche oder übernächsten Woche das Profilbild von uns ändern, weil wir sind ja kein Minecraft-Only-Channel mehr, sondern wir sind auch Fortnite und Animation Program hauptsächlich. Ne? Mhm. Also Leute, wir machen beide ein neues Profilbild und ein neues Banner. Mhm. Es kann morgen sein, es kann übermorgen sein, kann er nicht. Na, morgen sein. Kann das nicht sein. Bei mir schon, weil ich mache wahrscheinlich so über. So ein. Wie soll ich sagen? So ein. Jetzt fällt mir das Wort nicht mehr ein. Das hätte ich gerade eben noch gehabt. Vorübergehen, genau. Vorübergehen muss Profilbild noch sein. Wir sind kein Minecraft-Only-Channel mehr. Schon lange nicht. Ja, seit, keine Ahnung, seit einem Jahr ungefähr, seit eineinhalb Jahren. So, der Furzschule für Hochbegabte gegen den Coach Ben und der Gagaball. Der Gagaball. Oh, oh, mir ist so warm. Leute, nochmal die Frage, ja. Wie warm ist bei euch heute? Das ist unnormal. Also geschätzt 38 Grad. Unnormal. In Wirklichkeit irgendwie 35 Grad oder 37 Grad oder 36 Grad, irgendwie sowas. Echt unnormal. Wir können ja mal fragen. Boah, abartig. Ich kann mal nebenbei im Browser auf, dann kann ich euch genau die Temperatur von uns sagen. So, dann haben wir ZZZZZZZ von Next Train. 36 Grad. Ja. Ja, auf morgen 36 Grad, 33 Grad, 34 Grad, 34 Grad, 34 Grad, 32 Grad, 32 Grad. Das ist einfach nur heftig. Luftfeuchtigkeit 24%. So, Tina Tackle. Dann haben wir einen Roger. Oh, shit. Mm. Und unsere Nachbarn haben ja auch so 36 Grad. Was sollten die Nachbarn sonst haben? Was, andere Temperatur als wir, oder was? Natürlich. What? Oh, die anderen Nachbarn haben nur 32 Grad, 33 Grad, 30 Grad, 31 Grad, 31 Grad, 31 Grad, 29 Grad, 29 Grad. Naja, Nachbarn meinst du jetzt das Bundesland? Ja. Naja, ein Bundesland, das zähle ich nicht als Nachbarn. Natürlich sind es Nachbarn. Wo dann? Egal, ich halte den Mund. Die. So. Guckt, Niederschlag, einfach 0%. Also wirklich 0% hier. Ich glaube, direkt bei uns. Verliere ich sogar. Direkt bei uns. 0001. 48 1, 1, Schaden hat er jetzt gemacht. Wind? Trotz Karten, die da 10 km/h lagen. Das interessiert mich gerade überhaupt nicht. Ich habe ein Match verloren. Was? Ja, du kapierst nicht mal, du bist mit deinen Temperaturen beschäftigt. Und wie kann man denn? Oh, wie hat der denn auf einmal jetzt 48 Schaden da hinten, diese komische Mustache-Gun oder was? Das gibt's doch gar nicht. Ja, und jetzt geht's Tablet mal raus oder was? Ja, super. Super, Burschi, super. Hast du noch ein Match? Ja, wegen einem Match muss ich jetzt nochmal 5 Minuten spielen, neu laden. Guck ja gleich. 3 km/h Wind. 3 km/h Wind, ja, Wahnsinn. Und der Niederschlag, der ist krass. Ja, ich habe eben gerade auch voll den krassen Niederschlag abbekommen. 0001110. Das ist so unnormal, der Mist. Das ist so unnormal. Oh, in 12 Minuten sind die Showdown-Ergebnisse da. Ja, Showdown müssen wir dann auch noch unser Endergebnis bekannt geben dann. Camper versus Killer. Wer war effektiver gewesen? Wir werden jetzt nichts hier leaken. Auf keinen Fall. Was denn leaken? Wer effektiver war, nee, das müssen wir in einem Video machen. Nee, das ist... Das müssen wir in einem... Ja, extra. Einem separaten Video. Was denkst du Dankeschön, denn? Dankeschön, in einem separaten Video. Ja, natürlich in einem separaten Video. Ja, das müssen wir in einem Video machen. Oh, ja, natürlich in einem separaten Video. Das ist doch logisch. Das heißt, was hat sich komisch an? War das jetzt nicht logisch gewesen, dass das ein separates Video sein sollte? Sonst können wir es ja hier gleich machen. Nö. What? Lieber Gott. Warum? So, weiter geht's. Herr Heidi Kreisch. P49.
gleich. Und jetzt haben wir nochmal Marmalade. Du machst du mal wieder den Bildschirm an. Stimmt, ja, das brauchen wir eh nicht. Oh, hä? Ja, okay, ich habe mal angemacht. Gut, das ist jetzt nicht wahr, oder? Ah, oh, ist das witzig. Kommt's schon wieder? Ja, da ist es. Oh Gott, ich sehe. Oh Gott. So, und natürlich wieder Marmalade. Marmalade. Gegen Chainsaw Hank. Hei, gegen Heidi. Heidi. Also Leute, wenn euch das Video gefallen hat, Spaß. Deine Welt ist nicht Animation Throwdown. So. Der Furzkurs, den gebe ich hier zum allerbesten. Den Furzkurs. So. Weißt du, was geil wäre? Wenn jetzt 200.000 Liter auf unsere... Heidi ist jetzt platt. Zeig mal, wie schlecht du jetzt abgeschnitten hast. So, 39.572 zu 34.152. Da gucken wir uns jetzt hier. 40 Leute von denen haben gekämpft. So, jetzt bei uns erste. Bei uns Dytronic. Funken Sie. Chris, 88. Tommy, der Pate. Bounty. Ricky Spanish. Dennis. Manuel K. Eat Fresh Food, Abdem, Michael, Junket, Ja, Reverend, Nero, Big, Tulas, Krabby, Top Das, Oli Z, Herr Gleich, Krankus, Crow, Spider, A, Gek und Moria, Fat Burger, Anska, Tomek, Teklis, Mimo, Robert, Apokalyptiker, Kings, Gamer Guy, Ulrike, Henny, Dani, Grummeli, Brownie, Nero. Irgendwas habe ich übersehen. Warte mal ganz kurz. Casey, wo ist er denn? Warte mal. Ich muss noch. Wo ist er denn? Ich muss noch mal ganz kurz hochgehen. Ich muss es nämlich anders aussprechen. Ich habe es ihm versprochen im Chat. Ricky Spanish. So, jetzt habe ich auch den Namen reingehaucht. Was? Ja. So, jetzt habe ich auch den Namen reingehaucht. Er weiß dann schon Bescheid. Weiter runter. So, wo runter, waren wir jetzt gewesen? Hier unten. Brownie nervt. Ulrike erstmal, Henny, ja, Dani, Grumelli, Brownie. Hallo. Nochmal. Also. Gamer Guy, Ulrike, Henny, Dani, Grumelli, Brownie, Sonja, Casey, Remington, Marlene, Jojo und Dank, Dunkelfunken, Dunkelfunken. Bis dahin am Rand. Eins der letzten Male, dass wir den Namen vorlesen dürfen. 48. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, Animation Throwdown, mit mir, dem Herrn Fleisch, nehmen wir ihn sofort, nehmen dran.